Reinhard, danke, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Wir sind hier auf einem ganz besonderen Ort, haben schon den Vormittagswein genossen, ganz eine Besonderheit. Aber es interessiert uns jetzt natürlich schon, warum bist du Winzer, warum bist du Weinbauer? Ist es dir in die Wiege gelegt? Im Grunde schon. Ich finde schon, ja. Also, ich geboren worden bin, denke ich schon, dass mir das vorausgegeben worden ist, dass ich Weinbauer werde. Aber es war kein Bedrängnis. Ja, ich habe dann andere Ziele verfolgt und alles drum und dran. Aber dann war es doch so, dass ich mich für die Richtung entschieden habe. Was ist deine Philosophie? Wir unterscheiden drei verschiedene Arten, Wein zu machen. Das, zum einen ist es der Jahrgang. Zum anderen ist es die Rebsorte und zum Weiteren ist es die einzelne Lage eines Weinbergs. Ja, dieses Terroir, was man so kennt. Und in allen Richtungen versuche ich irgendwie Weine zu vinifizieren. Darum gibt es auch die Klassiklinie, es gibt eine Referenzlinie, die ist sehr auf den Jahrgang konzentriert. Und es gibt die Lage Grubtal, wo es halt darum geht, das einzigartige Terroir, den Boden, die Lage, das Klima, was man halt immer so hört, im Wein erkenntlich zu zeigen. Täuscht es, wenn ich das Gefühl habe, dass Wein für dich ein Kunstwerk ist? Na. Wein zu machen ist von Grund auf, nach allen Ausbildungen und den ganzen chemischen Kramschwerch im Hinterkopf, ist es trotzdem so, dass wir ein Bauchgefühl brauchen. Und das bestimmt unseren Wein. Ich denke, dass wir im Wein die Charaktere der Winzer erkennen können. Wir haben jetzt die Gelegenheit, eben auch einen Freund von dir hier zu haben. Wir sind da mitten in eure Diskussion quasi geplatzt. Sehr Zufall. Was für uns sensationell war, weil wir Dinge gehört haben, die man eigentlich nicht vermutet, dass es eigentlich einen Regen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen den Winzern in derselben Region gibt. Ist das üblich? Also bei uns in der Steiermark glaube ich schon. Ja, der Gustl und ich, wir sind befreundet, wir sind trotzdem Marktbegleiter. Oder? Absolut. Absolut, wir müssen natürlich alle auf unseren Betrieb schauen. Das ist aber das ist ein Business und die Produktion von Wein ist ein anderes Thema. Und der Gustl ist in vielen Sachen gescheiter wie ich und umgekehrt gut das Gleiche. Und wenn wir viel miteinander diskutieren, dann können wir das vielleicht bündeln. Oder dann kann jeder von jedem lernen. Darf ich die fragen, hat man nicht Angst, ein Betriebsgeheimnis zu verraten? Das Terroir, das Klima, die Strukturiertheit, die Kleinstrukturiertheit in das Glas zu bringen. Und das ist unsere Stärke, unsere Macht. Und genau deswegen arbeiten wir zusammen. Weil jeder macht einmal Fehler und jeder macht einmal was Gutes. Und miteinander, so kleinstrukturiert wie die Steiermark ist, mit über 1000 Betrieben, miteinander kann man dann lernen. So Reinhard, jetzt sind wir mitten in deiner Wirkungsstätte. Mhm. Ist es dein Lieblingsarbeitsplatz, der Weingarten? Ja, mit ganz, ganz großem Abstand. Aber es hat sich leider unser Betrieb in eine Richtung entwickelt, dass sie immer öfter ins Büro muss. Aber da zu arbeiten ist, also das kann ich, das mag ich gern und das ist für mich super. Das ist deine Leidenschaft? Ja, sehr. Absolut. Da wächst das, also aus wenn man sich das anschaut, aus ungefähr dem, das tue ich dem Weißburgunder Stock ein bisschen weh, aber aus zwei von solchen Gescheinen wird eine Flasche Wein. Und das ist das, was ich kann. Und wenn es vielleicht gerade interessant ist, wir erwarten ja
feuchtes Wochenende oder ein nasses. Und dann passiert es, dass da einzelne Beeren nicht wirklich verblühen und es verrieselt dann, so sagen wir Weinbauern, also das verrieselt. Und daher hat der Riesling seinen Namen. Coole Geschichte. Ja. Wie viel Zeit verbringt man im Weingarten als Weinbauer? Also wir sagen, im Grunde genommen geht da jeder Winzer siebenmal um einen Stock herum. Das lasse ich in die Garten. Wir haben inzwischen zwei technische Einrichtungen, die funktionieren und das geht alles. Aber ansonsten ist die Handarbeit in der Südsteiermark sehr, sehr wichtig. Was mir auch auffällt, und wir haben das kurz vorher ja auch einmal besprochen, eigentlich ist das ja gerader als eine Linie, oder? Diese Weinreben da aufgelistet. Ist das ein ja. Hobby von euch oder ein Steckenpferd? Oder ja, vom Papa. Der Papa macht das. Wenn der Stock nicht da wächst, sondern 10 cm daneben, dann zipft sie ihn an. Wie aufwendig ist das beim Pflanzen eines Weingartens? Also wir stecken es aus, wie man ein Gebäude baut. Sag ich mal vorsichtig. Wir schauen, dass wirklich jeder Rebstock oder jede Säule irgendwie so seinen Platz findet. Das ist schon aufwendig. Es ging ja mit der Maschine, aber wir tun es von Hand, weil es dann schön ausschaut. Und das schaut auch, wenn es fertig ist, dann riecht hübsch aus, oder? Ja. Wenn man darüber schaut, quasi auf den Gegenhang, das ist ein richtig tolles Muster. Ja, genau. Ist ein Muster. Um beim Namen zu super bleiben. Muster. Ja. Wir haben jetzt Verstärkung bekommen. Der Papa ist jetzt da, wenn ich das so sagen darf. Aber die Weinflaschen, die sie mitgebracht haben, schauen irgendwie komisch aus. Ja, das ist Wein in einer ganz anderen Form. Einmal Edelbrand, Williams. Und das zweite ist schon mit Wein in Verbindung, nämlich ein fast gelagerter Weinbrand. Weinbrand in unserer Region deshalb so bedeutungsvoll, weil Wein hier wächst. Sind Sie erst jüngst auf diese Brandgeschichte gekommen oder begleitet Sie das schon Ihr Leben lang? Ja. Schnapsbrand wird am unseren Hof schon wesentlich länger als Wein vinifiziert. Das kann mir bis an die 50er Jahre zurückerinnern, wo der Vater schon Schnaps gebrannt hat mit relativ primitiven technischen Einrichtungen. Aber es ist gegangen. Und möglicherweise, nachdem wir ja in einem Weingebiet sind, das im Extrembereich ist, ist es so, dass man seinerzeit nicht überall Wein pflanzen hätte können, wo man heute kann. Wetterbedingt, klimatisch bedingt, jetzt haben wir sehr viel mehr Vorteile, weil wir sehr extreme Temperaturunterschiede haben zwischen Tag und Nacht, ist gut für die Früchte zum Erzeugen von Edelbränden, wie auch für den Wein. Wir haben jetzt nicht nur komische Weinflaschen, die sich mittlerweile als Edelbrand herausgestellt haben, sondern Reinhard, wir haben da jetzt auch 6 Weinflaschen, die, darf ich mal so nennen, sonderbare Etiketten haben. Und außerdem irgendwie sehe ich nirgends, was da für Wein drinnen ist. Ist das Absicht? Ja, Motiv ist ein ganz neues Projekt von zwei Freunden und mir. Der Johannes und der Mario haben mit der Weinszene nicht wirklich was zu tun. Und wir versuchen, das, was wir riechen und schmecken, in eine Grafik zu verwandeln. Und darum schauen die Etiketten so aus, wie wir das schmecken. Das heißt, das Etikett sagt aus, wie der Wein schmeckt, eurer Vorstellung nach? Ja. Hat der Wein auch einen Namen? Ja, es gibt 6 verschiedene Weine und jeder Wein hat einen eigenen Namen. Das Wachs zum Beispiel. Aber wir haben es benannt in Wörtern laut Mundart in unserer Region. Ja, und da gibt es dort einen Wachs, da gibt es einen Geschniegelt, es gibt einen Bixgrat, es gibt einen Tiegen, es gibt gescheckert und es gibt dann Slampert. Das heißt, der Kunde assoziiert nicht sofort mit dem Etikett
eine Sorte bzw. eine Lage, sondern kann sich wirklich auf den Wein, auf den Geschmack konzentrieren. Ist das der Hintergrund? Ja, ich habe gesagt, ich bin bei einem neuen Projekt nur dabei, wenn man es nicht kategorisieren kann. Ja? Es gibt keine Punkte, keine Vergleichsbewertungen, kein gar nichts. Das war sehr entscheidend für unsere Teilnahme an dem Motivprojekt. Gibt es ein Ziel, wo soll das hinführen? Soll es mehr verschiedene geben oder geht es in eine Richtung, dass vielleicht auch andere Winzer eingebunden sind? Ja, nächstes Ziel ganz groß. Wir hätten gern, dass wir nur ein Teil dieser 6 Weine sind und alle anderen Weine kommen aus einer anderen Region, von anderen Winzern. Das wünschen wir uns schon. Reinhard, ein kühler Keller, aber 2 lustige Zwergenfiguren. Warum hast du Zwergenfiguren auf deinen Weinfässern? Ja, gute Frage. Üblicherweise hat man eine Katze am besten Fass. Und das soll böse Geister vom Fass fernhalten. Ja, das beste Fass, Katze, böse Geister weg. Alles super. Und da ich vor 10 Jahren Katzen nicht gemocht habe, hat mir eine sehr nette Dame einen Zwerg geschenkt und zufälligerweise habe ich einen zweiten bekommen, vorige Woche. Was jetzt bedeutet, dass du 2 beste Fässer hast? Jetzt ist schwierig. Ja, ist der 1er Zwerg und das ist der 2er Zwerg. Okay, ja. Welcher Wein ist in diesen Fässern? Ist Sauvignon Blanc Grubtal und Weißburgunder Referenz. Das sind so entscheidende Weine für unser Weingut oder wichtige. Das ist so, wie wir versuchen, die Weingärten hier fertig zu veredeln. Den Wein hat man jetzt da in diesem Fass und man achtet darauf und irgendwann muss man ihn dann in eine Flasche füllen und dann verlässt er das Weingut. Was ist das für ein Gefühl? Ist das was, es geht jetzt weg von mir oder ich kann jemand etwas Gutes damit tun? Das ist eine sehr gute Frage. Ich tue mir manches Mal ganz schwer, einen Wein zu verkaufen, weil es meiner. Ja, das ist da bei uns am Hof, das ist richtig gut, das ist gefüllt und das liegt jetzt da. Und dann würde es wer kaufen. Dass dann wer anders in die Hand kriegt, das passiert selten. Es ist eher so, dass wir es schwer verkaufen. Wir haben mit solchen Weinen dann vieles gewonnen. Und dann ist man verpflichtet, dann musst du halt 60 Flaschen abgeben. Und das ist erst richtig gemein. Ja. Oh, ist halt so, sind wir froh. Das sind Luxusprobleme.